Leute, grüß euch. Und zwar sind wir heute am Golf 7R und wir bauen ein GFB DV Plus ein, aber ein etwas anderes. Das ist nicht das Standard DV Plus, wie ihr es kennt. Dazu haben wir auch ein Video, das können wir gern da oben mal verlinken, zu dem Standard DV Plus. Das findet ihr auch bei uns im Shop. Das haben wir jetzt auch ganz neu drin. Das ist quasi ein Blow-Off. Zu den technischen Hintergründen etc. komme ich gleich. Ich baue jetzt erstmal das Original hier hinaus, dann zeigen wir eben, wo das sitzt. Wie das Ganze hier aussieht, der Einbau, wie das funktioniert. Und ich muss ja vorab sagen, ich bin auch eigentlich ein Verfechter von den Blow-Offs. Aber warum ich das jetzt hier einbaue und euch zeige und warum ich das bei den Autos gar nicht mehr so schlecht finde, erzähle ich euch dann gleich, wenn wir das mal ein bisschen hier zerlegt haben, das ausgepackt haben. Jo. Ja, da bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich das Ganze ausgebaut. Die meisten werden es wissen, beim Golf 7, R, S3, sonst was sitzt es ja hier direkt am Lader, das Schubumluft. Ich habe jetzt hier natürlich den Ansaugschlauch weggenommen, das Turbo-Inlet. Das findet ihr auch übrigens bei uns im Shop, da kommt demnächst auch noch ein Video zu. Das bringt dann ein paar Pferdchen, das Teil zu tauschen, auch ganz witzig. Kann man mal eben so fast 10 PS für, ich weiß gar nicht, 120, 140 Euro, was das kostet. Links sind auch unten in der Beschreibung. Geile Verkaufsveranstaltung, ne? Aber ist informativ halt, deswegen sage ich es ja. Na heißt es, ich habe es nicht gesagt und... Auf jeden Fall habe ich jetzt das originale Schubumluft ausgebaut und ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn ihr das Video oben gerade gesehen habt, von dem normalen DV Plus, wie das Ganze geht. Ich kann das hier einfach, ich muss noch kurz einen Schraubendreher haben, ich hebel das einfach raus. Einfach ist gut, es ist heute sehr fest. So, die Feder kommt auch mit, das kommt alles raus, das bleibt bestehen. Und wenn ihr jetzt das neue System einbaut, das ersetzt quasi auch das einfache DV Plus, wie wir es hatten. Wir setzen nämlich jetzt hier den Kolben, die Geschichte, dann haben wir nochmal den Kolben, dann kommt der ganze Apparat wieder zusammengebaut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die Arretierung hier ist. Es gibt nämlich nur eine richtige Stelle und wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist aber kompliziert, da steht es auch schön drauf, ne? DVX ist das nämlich. So, ich kann mich korrigieren, ist gar kein DV Plus, das ist das DVX. Wenn jetzt einer sagt, boah, ist aber alles schwierig, das ist Kinderarbeit, das ist in 5 Minuten raus, eine Anleitung bekommt ihr immer mitgeliefert bei der ganzen Geschichte. Das ist schön in den Kartons hier verpackt alles. Jetzt haben wir hier das Ventil, was an den Turbolader kommt. Und das Ventil schrauben wir nochmal extra an der Seite fest. Im Shop findet ihr das unter Golf 7R und Audi S3 steht dabei. Es passt aber auch im 7er GTI. Es ist nur so, dass das Ventil hier extra eine Bohrung hat. Hier haben wir noch eine Schraube, es müsste diese hier, glaube ich, sein. Wird das befestigt beim normalen GTI gibt es diese Befestigungsöse an dem Motor da hinten nicht. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, das irgendwo festzumachen. Man kann es trotzdem einbauen, man muss nur gucken, dass man sich das gegebenenfalls mit Kabelbinder oder ähnlichem festmacht. Es soll in Zukunft auch noch für den Golf 7 eine fertige Lösung kommen, aber da die guten Jungs von GFB aus Australien kommen, aus Erfahrung wissen wir, dass die ein bisschen träge sind in der Hinsicht. Das wird also vielleicht einen kleinen Moment dauern, weil wenn ihr Interesse habt am 7er GTI und nicht so ein Problem habt, dann könnt ihr das auch alles nehmen und einbauen. Jetzt wieder zu der technischen Geschichte. Jetzt habe ich das Originalventil, was schaltet. Hier habe ich entsprechenden Schlauch mit bei. So, den stecke ich mal eben an. So, dann kommt der da drauf. Der Schlauch kommt dann nachher an das Ventil, was wiederum an den Turbolader kommt. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal das Ganze... So, wo sieht man es am besten? Da. So ist es komplett zu. Das heißt, die Originalfunktion vom Schubumluft ist gegeben. Das Ganze bläst die Luft wieder in den Ansaugtrakt zurück. Jetzt kann ich das hier öffnen, je nachdem. Ihr seht, die Klappe da drin? Siehst du das? Mhm. Das öffnet bzw. schließt sich. Wenn ich es offen mache, habe ich halt diesen Blow-Off. Den Fast the Furious Effekt, wenn ich dann entsprechend schalte. Wenn wir das gleich, wenn ich das eingebaut habe, zeigen wir das nochmal und dann machen wir auch einen Soundtest bei der Geschichte. Dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich habe die immer verfechtet, weil beim normalen Fahrzeug oder bei den älteren habe ich ein Luftmassenmesser vorne sitzen. Und wenn ich dann so einen Blow-Off einbaue, überfettet mein Auto kurzzeitig. In dem Sinne hat es einen Negativeffekt. Das Auto zieht deswegen nicht mehr Frischluft oder sonst was. In diesem Fall ist es aber so, dass es ja gar kein Luftmassenmesser mehr gibt. Die Technik ist ja komplett anders bei den neuen Motoren. Deswegen habe ich dieses Problem nicht und besteht die Möglichkeit, dieses nun einzubauen. Thema TÜV, das ist natürlich, wenn ich es geöffnet habe, nicht erlaubt. Geschlossen kann ich es fahren, weil es ist ein Originalersatz. Nur sobald ich es offen habe, bin ich beim TÜV an sich raus. Ja, weil Robert jetzt das nächste Video da drüben weiterfüllen muss, baue ich ein bisschen und dann kommt ihr gleich wieder. Okay. 6,5 Stunden später. So, ich habe das schon mal wieder eingebaut. Das ist auch eine Sache von keine 5 Minuten. Ich habe nur einen kleinen Fehler festgestellt. Ich musste erst den Stecker dran machen und es dann hier verschrauben. Weil hier sitzt jetzt das originale Schubumluft, umgebaut mit der
Matte, das kann ich nämlich hier verschrauben, was ihr dann auch in der Anleitung seht, was beim 7er GTI nämlich hier nicht möglich ist. Deswegen muss ich mir das irgendwie mit dem Kabelbinder woanders hinlegen, wenn ich das machen möchte. Natürlich ist das nicht schön, aber ich gebe euch die Möglichkeit, es zu machen. Okay, jetzt von dem Ventil aus ging ja der Unterdruckschlauch weg, den habe ich mir hier rüber gelegt. Oder ja, der Druckschlauch, der geht dann hier direkt an den Lader, an das Ventil, was ich euch gezeigt habe, was ihr jetzt einstellen könnt. Jetzt haben wir nämlich hier hinterm Schlauch unseren Hebel, den ihr jetzt da seht, womit ich das Ventil öffnen und schließen kann. Ich baue das Ganze jetzt gleich mal eben wieder zusammen und dann machen wir Soundcheck. Ich habe gar keinen BBM-Pullover an, Hilfe! Egal, draußen in der Sonne, zusammengebaut ist er. Wir machen jetzt einmal im Stand, Ventil auf, Ventil zu. Und wie ihr gesehen habt, können wir noch einstellen, wie laut bzw. wie viel auf und zu. Wir machen jetzt mal eben einfach auf und zu, damit ihr das seht. Und da habe ich noch nachgeguckt, preistechnisch im Shop ist es bei uns hinterlegt, der Spaß kostet ein paar Mark. Euro. 281 Euro, aber dafür hat man direkt einen DV Plus mit drin und das Ganze, das ja, Qualität kostet ein paar Mark. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ich mach mal eben ein bisschen Brummbrumm. Ja, jetzt mal offen. Im Stand hört man so ein bisschen, weil im Stand habe ich nicht viel Ladedruck. Wir machen es mal einfach eben zu. So, Hebel umgelegt, schon ist zu. Weg. Ja, es ist weg. Es ist nämlich zu. Wie das Auto sich zu anhört, wisst ihr bei eurem Originalauto. Und wenn ihr das jetzt aufhaben wollt, ich mache das einfach jetzt mal auf und fahre mal eben hier die Straße entlang und mache dabei mal einen Lastwechsel einfach. Okay. Ja, jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen, weil das Kunde geht wieder raus. Ist ja ein Kundenersatzfahrzeug und der Kunde wartet schon. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen abgekürzt. Ich persönlich muss das nicht haben. Mein Geschmack ist es nicht. Unwahrscheinlich viele stehen drauf. Deswegen haben wir das euch mal gezeigt und erklärt. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. War informativ. Wenn ihr jetzt Bock habt, ist die Aufgabe hier unten in der Beschreibung auf unseren Shop-Link, auf den Produktlink zu gehen und das einfach zu kaufen. Und das könnt ihr, wie gesagt, super simpel, easy selber einbauen. Ich glaube, ich habe auch alles erklärt. Für alles Weitere könnt ihr eben in der Firma anrufen. Ansonsten viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.